Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Minecraft. So, was machen wir in dieser Folge? In dieser Folge dachte ich mir, gehen wir mal eine Farm an. Also sprich, wir kümmern uns mal um eine Weizenfarm. Da schauen wir mal. Farm. Da gibt es ja natürlich jetzt noch die alten, die neuen Farmen sind ja noch nicht drauf hier. Also wir machen eine ganz normale Farm in unserem Fall. Und ja, was brauchen wir hier? Bronze, Röhrchen. Okay, was noch? Eine Stirling Machine, eine Small Circuit. Okay. Bronze sollte ja klar sein. Thermonic Fabricator Mod. Mod? Nee. Maschine, so. So, den haben wir ja irgendwo hier liegen da. Weil ich habe ja schon einige gemacht. Vielleicht ist Bronze dabei. Hier haben wir es. Drei Stück. Was brauchen wir da noch? Viermal Glas, das Teil hier, Carpenter. Ja, sowas habe ich aber nicht, ne? Carpenter. Nee. So, wie macht man Carpenter? Das ist dieses Teil. Nee, ja doch. Also Bronze, Stirling Machine. Okay, zweimal. Das soll klappen. Zweimal Glas und jede Menge Bronze brauchen wir jetzt. Schaut nicht gut aus. Haben wir keine Bronze mehr? Ich bin mir sicher, dass wir noch Bronze hatten. Okay, naja. Dann machen wir uns da gleich mal was. Zinn. Und was war noch? Kupfer, oder? Nee. Feldeisen. Zinn. Kupfer, ja. So. Aber ich war mal ziemlich sicher, dass wir das noch hatten. Falsch, ne? So. Geht das jetzt im Baren nicht, oder wie? Kupfer und Zinn. Da. Glück gehabt. So. Das darunter. Dann haben wir hier Bronze. So wie ein Maschinenblock oder eine Kiste, dann bekommt man die Stirling Machine. Da brauchen wir gleich zweimal, weil wir ja auch noch für die Farm brauchen. Ne? Weil wir werden das hier halt dreimal brauchen, weil wir brauchen den Harvester auch noch zur Farm. Also das ist der, der das Weizen dann aberntet. Dann war das so. So und zweimal Glas hatten wir, ne? Carpenter. Dazu brauchen wir dann. Was waren da noch? Redstone und Zinn. Okay, Zinn haben wir eigentlich bei, ne? Aber da brauchen wir nur ein Stück. Machen wir mal so. Bronze brauche ich jetzt auch nicht mehr. Carpenter und Redstone haben wir. Mal hier ein bisschen Platz machen, da unten in unserem Inventar. Sechs Stück, ne? So. Wobei, da braucht man alles doppelt, glaube ich. Damit das überhaupt klappt oder so. Irgendwie war das. Ich weiß nicht mehr noch. Was brauchen wir beim Carpet eigentlich noch? Wasser, ne? Ja. Ja, Wasser haben wir jetzt keines, ne? Stellen wir mal hier hin den Carpenter. Weil hier bekommen wir ja Energie. Und der braucht ja auch Energie, soviel ich weiß, ne? Oder auch nicht. Connected er da unten? Ja. So, dann war das irgendwie so. Und so. Und so. Ah, okay, das Rezept wird nicht übernommen. So, dann brauchen wir Wasser, Wasser. Geht das mit Zellen auch, oder? Irgendwo hatte ich hier Wasserzellen. Hatte ich hier. Aber einen Eimer habe ich. Da. Ein Eimer sollte eigentlich genügen. So. Genau, hier wird schon gebauert. Wenn das voll ist, bekommt man es raus. Zack. Dann kann man es rausnehmen. Das war's eigentlich schon. Können wir mal dabei lassen, so. Stirling Machine dreimal dieses Bronze haben wir. Die haben wir. Und viermal Glas, ja. An den Ecken. Das brauchen wir noch. So war das. Dann war das so. So, oder? Mal gucken. Ja. Eine Farm. Und wir brauchen dann noch den Harvester. Oder wie heißt denn der jetzt?
Pumpkin-Harvester, Sugarcane, blablabla. Bin ich jetzt dämlich? Wie heißt denn der? Nicht wegschmeißen. Sind wir da hier bei ID 4052? Logger nicht. Combination, Wabbity Harvester Pumpkin. Ja. Das? Sugarcane, nö. Pumpkin auch nicht. Infernala, was wird denn da los? Kann ich aber. Combine. Ne? Das ist ja nur so eine Sache, ne? Jetzt mal Englisch US und wir bauen jetzt mal Deutsch. Und dann ist das da metrisch. Okay. Doch metrischer. Also der grüne Combine. Okay, naja. Ach, noch eine kleine Leiterplatte. Brauchen wir aber zuerst wieder einen Eimer Wasser, ne? Das müssen wir holen. Ach, wenn noch nicht wieder in den Computer rein. Zack, dann ist das auch mal weg hier. Braucht kein Mensch hier vorne im Wasser. Da rein. So, der kann gleich wieder arbeiten. Die Maschine laufen automatisch an. Das passt alles so perfekt. Und schon haben wir wieder eine. Sitting Machine haben wir und da haben wir Eisenröhrchen in 3 Stück. Das haben wir sicher auch noch auf Lager. 3 und 4-mal Glas. Also eigentlich gleich wie die Farm, nur halt andere Zutaten. Andere Röhrchen, sonst ist ja alles gleich geblieben. So, Mähdrescher. Sehr gut. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht. Ich glaube, ein bisschen Erde brauchen wir, ne? Nehmen wir mal 4 Stacks mal vorerst mal mit. Beziehungsweise nehmen wir 6 Stacks mit. Was wir dann noch brauchen, ist Speedcraft-Energie. Dann nehmen wir einfach unsere Zelle mit, ne? Das geht am einfachsten. Dann haben wir schon mal vor Ort Energie. Dafür haben wir ja die Zellen. Und natürlich noch 2 Pipes brauchen wir. Mal nehmen wir mal mehr Pipes mit, da werden wir sicher noch mehr brauchen. Später werden wir das direkt an unser System anschließen. Dann werden wir unter Pflanzen die Seeds brauchen. Ich weiß gar nicht, ob man. Ne, Flex-Seeds, das geht alles erst in einer neuen Farm, ne? Das Update wird ja heute raufgespielt wahrscheinlich. Ja, egal. Muss ich halt noch warten. So, die Axt werden wir auch bald brauchen. Denk mal, mehr brauchen wir hier eh nicht, ne? Dann haben wir nur ein paar Samen, mehr haben wir ja nicht. Ich werde das gleich wieder umstellen, die Sprache. Sonst bekomme ich da einen Fall. Da. Das dauert jetzt ein bisschen, bis er das Ganze übernommen hat, oder? Nö, okay. Nur nicht geklickt. Ja, der beste Zeitpunkt, ne? Es ist Nacht. Die Monster sind aktiv. Ja. Schüler, das kann eigentlich nicht passieren, oder? Im Freien arbeiten, wenn hinter dir jederzeit ein Creeper stehen kann und dich in die Luft jagen. Und so weiter. Das ist die Frage, wohin bauen wir die Farmen, ne? Eigentlich dachte ich ja hier hin, aber ja, hier stehen unsere Bienenhäuser. Oder hier vorne hin, ne? Steh mal hier die Bäume weg. So. Bauen wir das einfach hier vorne hin. Sind die Bäume weg da? Das können wir ja alles wieder nachpflanzen, so ist er nicht. Mal schauen, wer nicht der Gärtner wird, denn mittlerweile habe ich nicht mehr so viel Holz, ne? Ihr seht, dass es geht zu Ende, ne? So viel ist es auch nicht mehr. So, jetzt ist die Frage, stellen wir das in den Boden rein oder wie machen wir das mit der Farbe? Haben wir noch Samen, ne? Wie machen wir das? Ich persönlich würde das ja gerne anders machen, aber es ist halt schwierig. Ich werde es einfach mal testen, ehrlich gesagt.
Das kann man ja noch immer umbauen, deswegen. Wir nehmen mal hier ein bisschen Cobblestone. Ja. Ich mache das jetzt nur mal so, ja, schnell, schnell. Das mache ich dann offline schöner. Weil ich sag mal, wenn wir die Farm circa hier irgendwo aufbauen, ne? Sagen wir hier, kommen die Farmen hin. Der Umkreis, den baut sie sich selbst aus. So, 6. Zack. 2, 3 hoch. So. 4 hoch. Mal überlegen, ob das so passt, wie ich mir das vorstelle. Ist schon etwas gewaltig, ne? Da oben die Farm wäre. 2 hoch, ne? 1, 2 hoch braucht man zum Laufen. Dann hier die Farm wäre. Hier muss die Farm sein. Dann könnt ihr hier, ja. Das heißt, da ist tiefer. Sozusagen, ich will die Farm in die Luft bauen und dann unterhalb einen schönen Raum machen unter der Farm. Sozusagen, die Farm etwas in der Luft hängt. Ja, das haben wir wieder cool gemacht, ne? Zwei. Mama. Also nach dahin haben wir sicher noch Platz, ne? Da ist ja noch alles Wald. Ich möchte nicht zu nahe am Haus kommen, da ich das Haus ja noch eventuell vergrößern will. Machen wir das mal so. Hier mal so. Dann kommt hier gleich mal die Energiezelle hin. Cool, die leuchtet, ne? Habt ihr gesehen? Da wird hell. Das wusste ich nicht. Dann kommt in die Farben herein. Schön. Erde. Und Samen. Und wir klicken hier rechts und schon müsst ihr sie aufbauen. In Highspeed. Ah, ich baue sie erst ab. Ne, baut sie nicht in Highspeed auf, weil wir hier nur mehr 5 Megajoule haben. Geben wir mal ein wenig Gas, damit die hier mal schnell arbeitet. Und wir können sozusagen hier auch unten auf dem Boden dann die Verarbeitung und so weiter machen, unter der Farm. Das machen wir dann sozusagen nicht im Boden drinnen, sondern einfach auf dem Boden. Nicht unter dem Boden, sondern auf dem Boden. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, okay. Hat sie erledigt. Ich wollte gerade sagen, ob das Wasser überhaupt runterrinnt. Aber anscheinend nicht überall, ne? Na komm. Aus hier. Oh, ein Creeper am Dach. Wir aufpassen, dass jetzt hier keiner. Ja, fast. Wie gesagt, das mache ich dann später nochmal genauer. Offline, dann habe ich was zu tun. Ja. Hui. Schwemmt uns hier weg, das Wasser. Das geht ja gar nicht hier. Was soll der Mist da? Nein, Mami. Das war falsch. Achso, der hat das gleich wieder nachgepflanzt, okay. Nachgepflanzt, naja, wie soll man das sagen? Hat gleich wieder ein Loch gemacht und Wasser reingemacht. Coole Sache da. Eingesät hat er, ja. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir die hier auch noch. Wie macht man das? Vorerst mal, hier ist der Harvest, das heißt, hier kommen dann die Setzlinge und das raus, ne? Ich werde hier einfach mal Kisten ranpappen. Weg von mir. Wo ist denn der Creeper hin? Auf achten, dass der Creeper uns nicht den Popo kneift. Wie können wir das am besten mal machen? So. Hier und hier eine Kiste. Mal schauen, wo was rauskommt. Ich weiß es ja selbst noch nicht. Geht zu wieder. So, jetzt geht's zu. Na klar, jetzt hat ist noch nichts gewachsen. Aber wir können ja mal hier einfach so aus Spaß dann hergehen und mal schauen. Verbraucht die Farm eigentlich durchgehend Energie? Ja, braucht sie. Nee. Ist immer so eine Sache, ne? Braucht sie durchgehend oder braucht sie nicht durchgehend? Doch, die braucht. Ja, man sieht, er sie hört wieder auf, dann fängt sie wieder an. Sie hört wieder auf, fängt wieder an. Aus welchen Gründen, ne? Das ist wieder fraglich. Das heißt, wir werden jetzt mal
Heißt, der ist hier. Hier haben wir schon 6 Stück Bohnenmehl. So. Zack, zack. So, jetzt erntet die und die wandern hier rein. Okay, das funktioniert schon mal. So. Seht sie gleich wieder an. Ja, wechseln sie. Also, weit funktioniert das? Wir nehmen hier mal die Energie weg. Oder maximal 5 Megajoule, ne? Sollte ja eigentlich für die Farben reichen. Kann man eigentlich, warte mal. So, mach mal. Irgendwie ging ja das, dass man da weniger drauf machen kann. Wie ging denn das? Bin ich jetzt blöd? Da kann man ja auch einen Megajoule einstellen, irgendwie. Na, weiß ich nicht mehr. Müsste ich nachschauen. Auf alle Fälle, so viel ich weiß, kann man auch ein Megajoule einstellen. Muss ich mal gucken. Lass mal dabei aus, das soll halt da bis jetzt mal wachsen. Genau, Quantum-Schuhe habe ich mir noch gecraftet. Damit kann man schön, wenn man hüpft, hochhüpft.